Ja, hallo liebe Minecraft-Fans, heute präsentiere ich euch eine neue Mod, die Utility Mod. So, dafür suchen wir uns erstmal eine Welt aus, damit ich euch auch schön diese Mod präsentieren kann. So, um diese Mod handelt es sich bei dieser Mod um zwei Blöcke. Zwei Blöcke mit einem Zauberbuch drauf, bekannt aus dem Zaubertisch. Halt nur, dass der Untergrund aus Obsidian besteht. Die Eigenschaft von dieser Welt ist, sie generiert zwei neue Welten, unabhängig von dieser Welt, als Zwischenwelt. Wir haben einmal einen blauen und einen roten. Der blaue präsentiert uns die Bergbauwelt. Was wir uns darunter vorstellen können, werde ich euch natürlich jetzt zeigen. So, hallo Hündchen. So, erstmal ein bisschen liebkosen. Super. So, dann gehen wir ganz normal, nachdem wir den Table-Tisch aufgebaut haben, die Bergbauwelt. Klicken wir drauf, es wird eine neue Landschaft generiert. Diese Landschaft prägt sich dadurch, dass hier kein Tier spawnt von natürlicher Weise. Die Sonne, die steht fest am Himmel. Hier wird kein Wasser, kein Lava generiert und keine Höhlen. Das ist eine reine Bergbauwelt. Die Bergbauwelt, wir können uns ja mal nach unten graben. So, ganz normales Gestein. So. Gut, das wird immer tiefer. Wie wir sehen, erstmal nur Steine, Steine. Wollen wir uns mal eine Fackel holen dazu? Es wird ein ziemlich dunkel sonst. Oh, ja. So, da sind wir wieder. So, Erde haben wir hier, Steine haben wir hier. Komm, ich möchte ein bisschen mehr haben. Kohle, natürlich Kohle, wie wir es kennen. Dann wird es auch gleich wahrscheinlich zu Eisen kommen. Eisen, Eisen, Eisen. Fackel, Fackel, Fackel. So, wo haben wir eigentlich hin? Wir sehen keine einzige Höhle. Außer wir generieren sie natürlich selbst, aber bauen sie. Man muss dazu sagen, dass diese Mod quasi, wenn man eine andere Mod dazwischen schaltet, diese Funktion dann quasi verlieren kann. Wenn man dann eine Mod hätte, die dann Höhlen generiert, dann ist dies natürlich hinfällig. Diese Mod ist nicht dominierend. Das heißt, sie gibt nicht vor, wie die Vorgaben sind. Ja, Kohle, 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 sehr schön. Ich habe vorhin mal ausprobiert, da kam aber auch Eisen. Gehen wir mal tiefer. Da haben wir Eisen natürlich. Eisen, Gold, Diamanten. Hier wird eigentlich alle Erze werden hier generiert, die wir so kennen. Jetzt muss man aufpassen, die Welt generiert eigentlich nicht selbstständig quasi Mobs. Erst wenn wir aber sehr große Höhlen selbst erstellen, dann ist die Möglichkeit da, dass auch Monster generieren. Also nicht, dass ihr euch auf einmal wundert, wenn ihr euch hier gerade auslauft, Fackel weg sind auf einmal, wah, creepy, und dann auf einmal, bam, hier weg seid. Nein, also da dürft ihr euch dann nicht wundern. Das ist wie in der normalen Welt, große Höhle, Dunkelheit und dann, da ist es so. Wie gesagt, nochmal, die Sonne steht feste. Wasser, wenn ihr Wasser braucht, müsst ihr Wasser selbst mitbringen, weil diese Welt auch, wie ich das schon erwähnt hatte, kein Wasser generiert. So, man kann sich so seine eigene kleine Kuschelwelt hier erstellen. Lava, wie wir es natürlich kennen. So, machen wir ja noch Lava rein, einen kleinen Lavasee, sehr kuschelig, da kann man richtig schön baden. Uiuiui. So, jetzt gehen wir mal wieder. Schön. Super. So, jetzt werden wir mit dem nächsten Klick, werden wir direkt wieder generiert zur Welt. Machen wir mal unser Inventar leer. Super. So. Stick und weg. So, jetzt haben wir in der Kiste noch die rote. Nein, die rote ist nicht mehr da. Die rote habe ich jetzt weggemacht. Na super. Na gut, dann holen wir uns eben eine neue rote Kiste. So, wie wir sehen, hier das gleiche. So, Art. Ja. Obsidian, mal rot. Zauberbüchlein. Die gleiche Funktion wie der Zaubertisch. Zu, auf, zu, auf, Alter. Nein, natürlich nicht. So, wenn wir richtig, wird auch nicht. So, die Eigenschaft ist von dieser Welt 9x9 sind die Steine. Ja. Danach ist hier große, große Leere, keine Sterne. Die Sonne ist am Zenit, am Höhepunkt feste. Die Zeit ändert sich hier nicht. Hier können ganz normal Monster spawnen. Das wäre praktisch, wenn man eine eigene Adventure-Map machen möchte. Nein, Hexen spawnen nicht. Ach, natürlich. So, ich habe ja natürlich auf. So, jetzt ganz normal. Das war ein Leichtigkeitsfehler für mich. Und tschüss, Mama! Na gut, weg ist die Hexe.
So, was kann man hier noch Schönes machen? Ja, eigentlich so Art wie Skyblock, nur in Dunkel, würde ich sagen. Und wenn man runterfällt, ist man tot. Kann ich euch präsentieren. Also so. Ja, so. Und. Lalalala. Gut, jetzt sind wir tot natürlich. Jetzt werden wir ganz normal wieder in unserer normalen Welt geportet. Jetzt gehen wir wieder zurück auf unseren Tisch. Hallo, liebe Dorfbewohner. So. Mehr wieder drauf. Bam. Jetzt muss man aufpassen bei dieser Welt, wenn man den Tisch abbaut, hat man keine Möglichkeit, einen neuen zu setzen. Ich habe schon versucht mit allen Möglichkeiten, es ist nicht möglich, nicht möglich. Es ist einfach vorbei. Man kann hier nichts mehr machen. Man kann hier ganz normale Steine bauen, das ist schon möglich. Ganz normale Steine, aber es ist nicht mehr möglich, einen neuen Tisch zu generieren. Da hilft definitiv nur eins, Exitus. So. Bam. Super, jetzt sind wir wieder in unserer normalen Welt, wiederbeleben. So, da sind wir wieder in der normalen Welt. In der Utility World Mod ist es dann nur möglich, wenn wir den alten Tisch abbauen und einen neuen setzen, dann wird uns automatisch wieder eine neue Welt generiert. Eine Untergrundwelt, wie ich das so schön sage. Da ist er, ja, und hinsetzen. So, zack. Bam, und hier ist eine neue Welt. Ja, das ist es eigentlich hier. Spawnen ganz normale Mobs. Kann man machen. Kann man erweitern. Kann man vergrößern. Ist gut für Leute, die eine Spielemap bauen wollen. Dass die quasi, dass sich die anderen nicht rausbauen können, falls sie Mole Mole machen. Ne? Ja, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt muss ich wieder ganz nach oben. So, jetzt auf den Tisch. Bäm. Ja, das war also die Mod, die ich euch vorstellen wollte. Ich hoffe, die wird euch viel Spaß bringen. Die könnt ihr einbauen auf eure Karte, bei eurem Spiel. Könnt ihr halt so als Zwischenwelt machen, so mit eigenen, vielleicht so einen eigenen Raum. Als Hinweis, die Blocks lassen sich nicht mit Redstone ansteuern. Nach dem Motto, ich baue jetzt da einen Knopf hin und dann wird man automatisch in die andere Welt dann. Nein, teleportiert. Nein, die muss man schon mit der Hand bedienen. So, und dann dachte, kann man sich da auch. Machen wir mal ein Türchen. So, super. Ein Türchen. Und dann kann man so, tauber, in die andere Dimension. Super. Ja, gut, das war's für mich erstmal, euer Blue A-Star. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn ich wieder eine neue Mod für euch ausprobiere. Und sollte es da Erneuerungen geben, Ergänzungen, werde ich das natürlich hinterlassen als Kommentar. So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei Minecraft. Bis dann, euer Blue A-Star.